Herzlich willkommen zum Welttag der Philosophie hier in München und herzlich willkommen Christoph Quach, nicht in München, sondern zugeschaltet aus Fulda. Und normalerweise wäre Christoph Quach an diesem Abend heute bei uns anlässlich des Welttages der Philosophie. Wir haben kurzfristig wegen dem Corona-Lockdown umdisponiert und streamen dieses Seminar jetzt. Es gibt ein paar trotzdem Anwesende hier bei uns im Treffpunkt Philosophie. Ja, der Welttag der Philosophie ist 2005 von der UNESCO ins Leben gerufen worden und seither nehmen wir als Treffpunkt Philosophie jährlich daran teil. Warum? Weil das aus unserer Sicht eine sehr gute und tiefe Idee ist, die UNESCO da propagiert. Sie nennt die Philosophie eine Schule der Freiheit und dass sie in der Lage ist, die gesellschaftlichen Probleme zu durchdringen und dafür Lösungen zu finden. Und das glauben wir auch, dass die Philosophie heute sehr wichtig ist und darüber werden wir heute, denke ich, auch einiges von Christoph Quach hören. Seit 3 Jahren veranstalten wir in München, Nürnberg und Stuttgart auch die lange Nacht der Philosophie und es sind jetzt überall in der Stadt schon seit einigen Stunden laufen Vorträge, Parallelvorträge, Workshops. Viele werden gestreamt. Kurz etwas über den Treffpunkt Philosophie. Unser Schwerpunkt ist eigentlich die praktische Philosophie, weil wir der Ansicht sind, dass Philosophie, die Weisheit, die die Philosophie bietet, nicht nur etwas ist für den Kopf, sondern etwas, was unser Herz berührt. Und das sehr nützlich ist für unsere Handlungen, um unser Lebensschiff in eine Richtung zu steuern, die wir sinnvoll empfinden und die uns dann möglicherweise auch glücklich macht. Und in diesem Sinn bieten wir auch in allen Städten, seit kurzem auch in Leipzig, Kurse an zur praktischen Philosophie. In München startet einer am 3.12. und am 26.11. ist ein Infoabend. Bitte einfach ein Mail schreiben, wenn es Interesse gibt und zu den Kursen in den anderen Städten einfach unsere Homepage besuchen. Ja, nun zu dir, Christoph Quach. Eigentlich glaube ich, dass man dich unseren Hörern nicht vorstellen braucht. Trotzdem ein paar Worte. Christoph Quach ist Autor zahlreicher Bücher, Vortragender, er organisiert philosophische Reisen und vieles mehr. Dabei greift er zurück auf die großen Werke der abendländischen Philosophie und damit sind wir heute auch schon beim Thema Platon. Vor 2 Jahren bin ich über dieses Buch gestolpert, das der Christoph verfasst hat, Platon und die Folgen. Und es hat mich, um es ein bisschen lapidar auszudrücken, ziemlich geflasht. Man sieht ja auch schon, dass es ziemlich zerlesen ist, dieses Buch. Sehr gut. Warum hat es mich, anders ausgedrückt, tief berührt? Weil ich da eigentlich Ideen gefunden habe, die man gemeinhin nicht Platon zuschreibt, sondern eher vielleicht in der östlichen Philosophie oder die mir vertraut sind aus der östlichen Philosophie. Ideen, wo es um eine Lebendigkeit der Natur geht. Er schreibt von einer Metaphysik der Lebendigkeit, die Platon formuliert hat. Aber noch viel wichtiger ist, dass Christoph, oder für mich ist, dass Christoph da eben nicht nur zurückschaut auf Platon in die Vergangenheit, sondern sagt, dass er eigentlich ein Paradigma bietet, das uns erlaubt, unser dualistisches und mechanistisches Denken zu überwinden und mehr mit unserem eigenen Sein in Kontakt zu kommen und auch zu lernen, mit der Natur in Harmonie zu leben. Ja, so viel vorweg. Wir freuen uns sehr auf diesen Vortrag, wo du uns in diese Sicht auf Platon einführen wirst und auch auf das, was sie für unsere Zeit zu bieten hat. Zum Ablauf noch kurz. Christoph wird jetzt ungefähr eine Stunde einen Vortrag halten. Ihr könnt unten in den Chat, findet ihr eben die Möglichkeit, dass ihr eine Nachricht reinschreiben oder Fragen reinschreiben könnt. Ich werde diese Fragen herausschreiben, wenn es viele sind, auch zusammenfassen und nach dieser Stunde an den Christoph weiterreichen. Und dann gibt es noch, je nachdem, wie viele Fragen es gibt, zur Nachbesprechung dieses Themas. Jetzt freuen wir uns alle. Christoph, das Wort an dich.
Ja, danke, Herr Rebert, erstmal. Überhaupt ganz herzlichen Dank für die Einladung, die ihr mir zukommen lassen. Ich wäre natürlich auch total gerne jetzt heute Abend in München gewesen und hätte in eurem Kreis meinen Vortrag gehalten, weil ich wirklich ein großer Freund des analog gesprochenen Wortes bin und eigentlich die Meinung vertrete, dass der Geist nur im Raum zwischen den Menschen, zwischen leibhaftigen Menschen wirklich wehen kann. Aber vielleicht bekommen wir es ja hin, ihn auch ein bisschen im digitalen Raum heute zu aktivieren. Jedenfalls ist das mein erklärter Vorsatz, um den es mir zu tun sein soll. Und ich habe gerade gesehen, ich gucke nochmal, 65 Teilnehmer, also finde ich großartig, auch all denjenigen, die jetzt irgendwo über das Streaming-Portal diesem Vortrag folgen, einen wunderschönen guten Abend. Toll, dass ihr euch dazugeschaltet habt, das freut mich wirklich sehr, denn es geht heute Abend, das hat der Rebert ja schon angedeutet, um ein Thema, das mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt. Es geht um Platon, das weniger aus einer historischen Perspektive, sondern sehr viel mehr, weil ich eben Platon wirklich für einen zeitgenössischen Philosophen halte, für einen Denker, mit dem wir uns heute neuerlich beschäftigen sollen und beschäftigen müssen, wenn wir den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen wollen. Der Titel meines Vortrags lautet Seines Leben und dieser Titel verrät schon, das ist ein starkes Stück, was ich euch heute Abend zumuten möchte. Es geht ein bisschen schon um Hardcore-Philosophie. Ich habe auch den Heribert so verstanden, dass er so ein bisschen in Sorge war, ob das für euch, die ihr vielleicht eher Praktiker seid, nicht etwas zu schwere Kost sein wird. Nun, ich hoffe, es ist nicht so, aber ich denke, ab und zu müssen wir auch mal über die ganz grundsätzlichen Fragen reden, wie die Frage, wie wir eigentlich das Sein dieser Welt auslegen wollen. Wenn wir denn eben die Philosophie nutzbar machen wollen für unsere Welt, wenn wir sie praktisch anwenden wollen. Und das ist es ja, worum es uns letzten Endes allen zu tun ist. Der Vortrag, den ich vorbereitet habe, gliedert sich in drei Teile und in gewisser Hinsicht sind es zwei Vorträge in einem. Das heißt, ihr bekommt heute sozusagen gleich ein Doppelpack serviert. Für nichts gleich zwei Vorträge zu bekommen, ist natürlich ein besonderer Service. Der erste Teil dient zunächst einmal ein bisschen der Bestandaufnahme der Welt, in der wir leben, um vor diesem Horizont dann die Relevanz Platons und seiner Philosophie etwas zu exemplifizieren. Und um diese Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Welt auf ein philosophisches Fundament zu stellen, werde ich mich da mit einem anderen bedeutenden Denker beschäftigen, auch wenn dieser Denker derzeit nicht den besten Leumund besitzt, nämlich Martin Heidegger, über den man eine ganze Menge sagen kann, was ich aber zu tun mir jetzt verkneifen werde. Ich werde einfach auf ihn zurückgreifen, auf seine Interpretationen der modernen Welt, der technischen Welt, weil ich glaube, dass sie tatsächlich sehr zielführend sind, wenn es darum geht, die Welt, in der wir heute leben, zu verstehen. Dass Heidegger ein Nationalsozialismus war und menschlich, mit Verlaub, ein Arschloch, lassen wir mal beiseite. Wenn das in der noch ein für euch wichtiges Thema ist, können wir vielleicht anschließend in der Diskussion noch darauf zu sprechen. Darauf noch zu sprechen kommen. Es soll also darum gehen, die Relevanz Platon für das 21. Jahrhundert darzustellen. Die Relevanz eines Denkers, von dem der englische Philosoph Alfred North Whitehead einmal sagte, What is European philosophy? Nothing but a collection of footnotes to Plato. Die abendländische Philosophiegeschichte, nichts anderes als eine Fußnotensammlung zu Platon. Man könnte meinen, das ist ein großes Kompliment, was es in der Tat auch sein sollte. Nichtsdestotrotz aber ist diese große Wirkungsgeschichte Platons, die durch dieses Wort von Whitehead angedeutet ist, eine problematische Geschichte. Denn Platon ist nicht nur ein wirkmächtiger Autor, er ist auch ein mannigfaltig missverstandener Autor. Gerade deswegen ist es mir so ein großes Anliegen, ihn ein bisschen ins rechte Licht zu rücken, was allerdings natürlich in einem relativ kurzen Vortrag schwierig ist. Ich werde aber dann in meinem zweiten und dritten Teil eben ganz explizit auf Platon eingehen und versuchen zu zeigen, was er uns heute zu sagen hat. Wenn ich sage, was er uns heute zu sagen hat, dann denke ich an die Welt, in der wir alle leben, die, und ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, die eine krisengeschüttelte Welt ist. Im 21. Jahrhundert bewegen wir uns alle auf große Herausforderungen zu. Ich denke da vor allen Dingen an die ökologische Krise, auch Klimawandel genannt. Ich denke daran, dass wir in einer Welt leben, deren Ozeane zunehmend vermüllen, deren Luft kontaminiert ist. Wir finden Plastikreste in unserem Verdauungstrakt. Wir bekommen es zunehmend mit einer sozialen Verwerfung im weltweiten Maßstab zu tun. Die Schere von Arm und Reich geht auseinander. Wir werden Flüchtlingsströme erwarten müssen. Das heißt, die Welt ist im Aufruhr. Die Menschen auch in unseren doch recht wohlhabenden und gut situierten Ländern finden sich häufig in Sinnkrisen wieder. Und jetzt kommt zu allem Überfluss dann auch noch eine Pandemie dazu. Was soll man sagen? Es ist eine krisengeschüttelte Zeit und man weiß nicht recht, wie wir eigentlich diesen Herausforderungen
Herausforderungen, denen wir begegnen werden, auf eine gute Weise wird Antwort geben können. Die Politik jedenfalls scheint kein allzu vielversprechender Kandidat zu sein, wenn man nach einer antwortgebenden Instanz sucht. Im Augenblick erlebe ich sie eher so, dass sie zwischen Aktionismus und Aussitzen hin und her pendelt. Die Ökonomie, die sicherlich zur bestimmenden Kraft, zur globalen Macht geworden ist, die das menschliche Leben nachhaltig geprägt und verändert hat, ist aber auch auf einem Schlingerkurs. Der Markt, von dem man sich versprochen hat, dass er das gesellschaftliche Miteinander auch im globalen Maßstab austarieren würde, erweist sich eher als problematisch, als eine Kraft, die die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößert. Die Wissenschaften haben auch nicht so viel beizutragen. Die Religionen sind verstummt und offen gestanden hören wir von den Philosophen auch gerade nicht allzu viel, wenn es darum geht, wirklich mutig und kühn in die Zukunft zu denken, um Sinnperspektiven zu eröffnen, auf die wir uns alle miteinander zubewegen können. In einer solchen Situation ist es natürlich, hat man gute Chancen, Gehör zu finden, wenn man als Heilbotschafter eine neue Sicht auf die Welt anbietet, wenn man eine neue Heilsbotschaft in die Welt zu tragen gesonnen ist. Und dies scheint gegenwärtig auch zu geschehen, wenn wir denn den Analysen des israelischen Historikers Noah Yuval Harari Folge leisten wollen oder Glauben schenken wollen, der in seinem Buch Homo Deus den interessanten Standpunkt vertreten hat, dass sich unter der Hand in den letzten 10 bis 20 Jahren, wie er es nennt, eine neue Religion herausgebildet hat. Eine Religion, die er den Dataismus nennt. Was darf man darunter verstehen? Dataismus ist, wenn wir Harari folgen, eine Weltsicht, die den Anspruch erhebt, mithilfe von künstlicher Intelligenz, von Algorithmen mit avancierten Methoden der Datenverarbeitung die großen Probleme der Welt zu lösen. Mithilfe von Biotechnologie und Gentechnologie soll das menschliche Leben krisenresistent gemacht werden. Human Enhancement Technologien sollen unsere Leiber technisch optimieren. Und die Philosophie des Transhumanismus liefert, wenn man so will, die geistige Legitimationsbasis dazu, indem sie ein Projekt propagiert, das darauf zuläuft, den Menschen mithilfe neuer Technologien und künstlicher Intelligenz nun zu einem unsterblichen Halbmaschine, Halbmenschwesen, zu einem Homo Deus zu mutieren. So wie ich das sage, habt ihr schon gemerkt, ich für meinen Teil glaube nicht daran, dass diese Technologien uns tatsächlich in die Lage versetzen werden, den großen Herausforderungen der Zukunft, die ich eingangs skizzierte, begegnen zu können. Ich glaube, dadurch wird nichts besser werden, weil ich denke, diese Technologien sind eher ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung. Warum? Weil in ihnen eine geistige Matrix, ein Mindset, wie man es auch nennen könnte, prolongiert wird, der letzten Endes im Hintergrund all der von mir beschriebenen Probleme steckt und den ich jetzt ein wenig näher unter die Lupe nehmen möchte. Dieser Mindset ist letzten Endes verbaut in den Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Er treibt unser Wirtschaftssystem vor sich her. Er ist auch überall da wirksam, wo wir im Augenblick versuchen, einer Pandemie vorwiegend mit ökonomischen oder technisch-wissenschaftlichen Mitteln Herr zu werden. Dieser Mindset, ja, er bestimmt die Art und Weise, wie wir uns in der Welt eingerichtet haben, bis dahin, dass er uns, ja, wie soll man sagen, dass er uns in unseren persönlichen Optimierungsgelüsten voranbringt oder vor sich her treibt. Was ist das für ein Mindset? Was ist das für eine geistige Matrix, von der ich glaube, dass sie für die gravierenden Pathologien der modernen Welt verantwortlich ist? Nun, diese Matrix hat Martin Heidegger auf einen, wie ich finde, bemerkenswerten Namen getauft, der allerdings eine Menge Irritationen mit sich bringt. Er nannte sie das Gestell. Was ist das Gestell? Um euch das zu erklären, möchte ich Heidegger zitieren und ich habe dafür einige Charts mitgebracht, die ich jetzt kurz einblenden möchte, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Wenn alles funktioniert, müsstet ihr jetzt ein Zitat von Martin Heidegger sehen, der sagte, Gestell, das ist das Wesen der modernen Technik. Und um das weiter auszuführen, erklärt er Folgendes, das ist jetzt typischer Heidegger-Sprech, keine Angst kriegen, man kann das verstehen und ich werde versuchen, euch das Ganze zu übersetzen. Gestell heißt das Versammelnde jenes Stellens, das den Menschen stellt. Das heißt, herausfordert das Wirkliche in der Weise des Bestellens als Bestand zu entbergen. Soweit Heidegger. Was soll das heißen? Technik
In der Matrix des Gestells ist in Heideggers Verständnis eine Weise des Entbergens. Das heißt, mit Hilfe der Technik erschließen wir die Welt, in der wir leben, und zwar auf eine ganz besondere, eigentümliche Weise. Man könnte umgekehrt sagen, dass in der Matrix des Gestells, in der Weise, wie wir uns technisch zur Welt verhalten, sich das Sein dieser Welt so ereignet, das heißt von uns Menschen so zugeeignet wird, dass es in Heideggers Worten als Bestand gewahrt wird. Wir nehmen die Welt als ein Bestand wahr. Was heißt Bestand? Das heißt, dass wir die Welt so erschließen, dass sie sich dem menschlichen Bestellen anbietet. Dass sie sich dazu anbietet, von uns bestellt zu werden. Das heißt, wenn wir es aus dem Heidegger-Sprech in eine uns geläufigere Sprache übersetzen, das heißt, dass wir die Welt vorwiegend als eine Ressource gewahren, die wir uns nutzbar machen können, ja, die wir uns nutzbar machen sollen. In der geistigen Matrix des Gestells, das ist der Punkt, auf den Heidegger hinaus will, ist unser ganzes Denken und unser Handeln so ausgerichtet, dass wir nur noch das wahrnehmen und als wahr gelten lassen, was von uns gestellt werden können, was wir uns vorstellen können, mithilfe unserer Imaginationskraft, mithilfe unserer Sprache, mithilfe unseres Denkens, was wir feststellen können, mithilfe unserer Wissenschaft, was wir herstellen können, mithilfe unserer Technik, was wir bestellen können, so wie man den Acker bestellt, aber auch so wie man bei Amazon ein Buchpaket bestellt. Bleiben wir kurz bei der neuzeitlichen Wissenschaft. Die neuzeitliche Wissenschaft ist ja sehr stolz darauf, dass sie eine empirische Wissenschaft ist. Was heißt das? Sie trifft Feststellungen. Sie stellt die Phänomene dieser Welt fest, indem sie bestimmte Gesetzmäßigkeiten ermittelt, die dann quantifizierbar sind, die sich mathematisch abbilden lassen. Dabei gilt für sie als Gegenstand der Wissenschaft überhaupt nur das, was sich vor den Augen der Wissenschaft oder auch mithilfe ihrer Messgeräte, ihrer Rechnungen und Theorien vorstellig machen lässt. Was weder vorgestellt noch festgestellt werden kann, gilt nach unserem landläufigen Verständnis von empirischer Wissenschaft nicht als ein Gegenstand der Wissenschaft. Und was nicht als Gegenstand der Wissenschaft vorstellig gemacht und festgestellt werden kann, das ist im eigentlichen, im strengen Sinne auch gar nicht. Was wir empirisch feststellen können und uns vorstellen können, muss nun nach dem Anspruch der Wissenschaft wiederum herstellbar oder auch wiederherstellbar sein. Wenn ein Wissenschaftler ein Experiment ausführt, dann gilt dieses Experiment nur als wissenschaftlich valide, wenn es reproduzierbar ist. Das heißt, wenn das, was von den Wissenschaftlern im Zuge dieses Experimentes festgestellt worden ist, eben auch neuerlich wiederhergestellt, wieder festgestellt werden kann. Herstellbarkeit, Wiederherstellbarkeit, Feststellbarkeit, Vorstellbarkeit sind alles wesentliche Kennzeichen einer Matrix des Gestells, die die Welt vornehmlich mithilfe von Wissenschaft und Technik erschließt, wobei es eben der Anspruch der Technik ist, Welt nicht nur festzustellen, sondern mithilfe von Technologien, von bestimmten Praktiken und Methoden auch ihrerseits herstellen zu können, um die so hergestellten Produkte der Technik neuerlich als Bestand den Menschen anzubieten, der von den Menschen bestellt, das heißt als eine Ressource nutzbar gemacht werden kann. Das Bestellen der Welt, das Bestellen der uns verfügbaren Ressourcen wiederum obliegt nach dieser neuzeitlichen Matrix des Gestells, wie Heidegger sie beschrieben hat, allem voran einer Technik, die wir vielleicht gar nicht als erstes in den Sinn bekommen, wenn wir über Technik nachdenken, die aber zur global beherrschenden technischen Form der Weltbeherrschung geworden ist, nämlich die Wirtschaft, die im Verbund mit Wissenschaft und Technik zur alles beherrschenden geistigen Weltmacht aufgestiegen ist.
Das heißt, Zwischenfazit, das muss ich kurz vorlesen, der technisch-ökonomischen Moderne gilt als Seiendes nur das, was hergestellt und festgestellt, aufgestellt und ausgestellt, vorgestellt und bestellt werden kann. Das heißt, nur das, was als Bestand genutzt werden kann. Und das gilt für die Dinge dieser Welt, für Waren, für Güter, genauso wie für die Natur im Ganzen, genauso für die Erzeugnisse der Kultur, genauso, wie wir gleich noch sehen werden, auch für den Menschen. Und nun, um noch einmal auf Harari zurückzukommen, befinden wir uns im Zeichen des digitalen Wandels beziehungsweise des Triumphzugs des Dataismus, von dem er sprach, der uns in Aussicht stellt, mithilfe neuer Informationstechnologien die großen Probleme dieser Welt und die Herausforderungen lösen zu können. Auch hier lässt sich diese Matrix des Gestells genau beobachten. Denn was geschieht hier? Hier wird die Welt so bestellt, dass sie in Daten konvertiert wird, um sie so auf eine optimale Weise mit Hilfe von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und modernen Datenverarbeitungstechnologien nutzbar zu machen oder auch sich zu unterwerfen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir heute digitale Technik organisieren und was wir uns von uns versprechen, folgt letztlich präzise der Matrix des Gestells, insofern als die Welt so bestellt wird, dass sie in Information konvertiert wird, die wir mithilfe von unseren datenverarbeitenden Technologien nutzbar machen, in Heideggers Sinne bestellen können. Das alles wäre vielleicht nicht so dramatisch, wenn es nicht Rückwirkungen auf uns Menschen hätte, wenn sich nicht auch die Art und Weise, wie wir leben, ja mehr noch, wie wir uns selber deuten, wie wir uns selber verstehen, unter dem Einfluss, unter der Dominanz dieser Matrix des Gestells verändern würde. Es ist nämlich so, wenn die Welt in der technisch-ökonomischen Moderne nur noch als Bestand wahrgenommen, gewahrt wird, dann reduziert sich der Mensch letztlich darauf, diese Welt zu bestellen, das heißt, ihren Bestand zu sichern oder auszubeuten, diesen Bestand zu nutzen oder zu gebrauchen, ja zu verbrauchen. Dann reduziert sich der Mensch in seinem Selbstverständnis auf genau dasjenige, was uns im Augenblick fortwährend gesagt wird, dass wir es seien, nämlich wir können uns dann nur noch als Verbraucher oder Konsumenten beziehungsweise als Nutzer oder User interpretieren, die sich zum Bestand der Welt bestellend verhalten, indem wir sie nutzen oder verbrauchen. Wenn man das zusammennimmt, wird vielleicht verständlich, warum ich glaube, dass es die Matrix des Gestells ist, die letztlich zu den großen Krisen geführt hat, die ich eingangs beschrieben habe. Vom Klimawandel bis zu den Sinnkrisen der einzelnen individuellen Menschen, die immer häufiger mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen zu tun haben. Und ich finde es bedenklich, dass eben der Triumphzug dieser Matrix des Gestells im Augenblick drauf und dran ist, sich weiter fortzusetzen, indem diese Matrix nunmehr auch die Art und Weise dominiert, wie wir uns im digitalen Raum eingerichtet haben. Das ist ein Problem. Und dieses Problem hat auch Martin Heidegger in seiner Analyse der modernen Welt als der Welt des Gestells, als eine Welt, als eine geistige Haltung, die die Welt in eine Ressource konvertiert hat, die ökonomisch-technisch ausgebeutet werden kann, sehr deutlich gesehen. Es gibt von Heidegger ein legendäres Interview, das er der Zeitschrift Der Spiegel gegeben hat, und zwar bereits im Jahre 1966. Ich möchte daraus kurz zitieren. Die Spiegelredakteure fragen Heidegger in diesem Interview 1966, also an der Schwelle zu dem, was man später die Studentenrevolte genannt hat. Sie sehen, so haben Sie es ausgedrückt, eine Weltbewegung, die den absoluten technischen Staat entweder heraufführt oder schon heraufgeführt hat. Heidegger antwortet ja. Und nun kommt die entscheidende Frage des Spiegels. Kann überhaupt der Einzelmensch dieses Geflecht von Zwangsläufigkeiten noch beeinflussen? Ich glaube, diese Frage stellen wir uns heute alle häufig. Oder aber, das mögen sich die Philosophen unter uns fragen, kann die Philosophie es beeinflussen oder vielleicht beide zusammen, indem die Philosophie den Einzelnen oder mehrere Einzelne zu einer bestimmten Aktion führt? Und nun kommt Heideggers Antwort. Die Philosophie wird keine unmittelbare Veränderung des jetzigen Weltzustandes bewirken können.
und das legendär gewordene Wort. Dies gilt nicht nur von der Philosophie, sondern von allem bloß menschlichen Sinnen und Trachten. Nur noch ein Gott kann uns retten. Nur noch ein Gott kann uns retten, sagt Martin Heidegger. Und da fragt man sich natürlich mit einiger Naivität und Bescheidenheit, ja, in Gottes Namen, wenn man das so sagen darf, welcher Gott, bitteschön, soll uns denn retten? Und damit komme ich zu Platon. Warum? Weil Platon in seinen letzten, größten und umfangreichsten Dialog nicht zufällig mit genau dem Wort beginnt, von dem Heidegger sich die Rettung verspricht, nämlich mit dem Wort Theos, auf Griechisch Gott, was immer das heißen mag. Und genau das müssen wir jetzt klären. Denn wenn Heidegger recht hat, und wir tun jetzt einfach mal experimentellerweise, das darf man ja unter Philosophen machen, wir tun jetzt einfach mal so, als könne er recht haben, dann hilft uns ausgerechnet Platon, von dem Heidegger nicht sehr viel hielt, was für Platon spricht, also dann hilft ausgerechnet Platon uns auf eine bemerkenswerte Weise dabei, etwas darüber in Erfahrung zu bringen, wer oder was in Gottes Namen denn dieser Gott sein kann, der uns retten kann angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen. Ich hatte schon angesprochen auf Platons letzten und umfangreichsten Dialog. Es ist ungewöhnlich, sich Platon zuzuwenden vom Ende her. Ich tue dies aber trotzdem, weil der späte Platon vielleicht am deutlichsten sein eigenes Philosophieren oder die Summe seines langjährigen Philosophierens seinen Schriften anvertraut hat. Diese Nomoi nun sind ein wirklich ganz besonderer Text. Nicht nur deswegen, weil der Text extrem lang ist. Allein dieser letzte Dialog umfasst etwa ein Fünftel des gesamten Corpus Platonicum. Also man muss schon eine Menge Zeit aufwenden, wenn man diesen Text lesen möchte, aber es lohnt sich. Bemerkenswert ist das literarische Setting, das Platon diesem Text gegeben hat. Wir werden Zeuge eines Gespräches, das drei Herren im fortgeschrittenen Alter führen, die auf der schönen Insel Kreta eine Wanderung unternehmen. Das Ziel der drei Wandernden ist eine legendäre Höhle an dem Berg Ida, in der dem Mythos zufolge Zeus, also der oberste aller Götter, dem sagenumwobenen Gesetzgeber der Insel Kreta, einem gewissen Minos, die Gesetze diktiert haben soll, die Nomoi, Nomoi bedeutet Gesetze, mit denen dann Minos als König Kretas regierte. Dieses Setting, ich sollte vielleicht eines noch erwähnen, diese Höhle, in der das stattgefunden hat, ist im Übrigen der Überlieferung nach die Höhle, wo Zeus seinerzeit von der Amme Adrasteia aufgezogen worden ist, nachdem seine Mutter Rhea ihn vor seinem Vater Kronos versteckte, der nämlich bekannt dafür war, dass er seine eigenen Kinder zu verschlingen liebte. Dort also am Berg Ida hielt Zeus sich auf und exakt in der Höhle seiner Jugend hat er dem Minos die Gesetze übergeben. Das Setting also ist diese Wanderung und dieses Setting passt wunderbar zu dem Inhalt des Gespräches, das die drei wandernden Herren miteinander führen. Sie gehen nämlich der Frage nach, wie man eigentlich ein Gemeinwesen, eine Polis auf Griechisch, einrichten solle. Was für eine Gesetzgebung für ein Gemeinwesen sinnvoll ist. Welche Gesetze, welche Verfassung man einer Polis geben sollte. Anlass dieser Unterredung ist der Umstand, dass eben einer der drei wandernden Herren, ein gewisser Kleinias, der Gastgeber ist, er selber entstammt der Insel Kreta, den Auftrag bekommen hat für eine neu zu gründende Stadt, die den schönen Namen Magnesia tragen soll, eine Verfassung zu entwickeln. Und da trifft es sich nur gut, dass seine beiden Wanderkumpane, nämlich ein gewisser Megalos aus Sparta und ein namenloser Athener, in dem die Interpreten nach meinem Dafürhalten nicht zu Unrecht die Vox Originalis, also die Originalstimme Platons, vermuten. Es trifft sich gut, dass diese Herren uns vorgestellt werden als erfahrene, politisch versierte Männer, die durchaus ihrem kretischen Wanderfreund helfend zur Seite stehen können. Diese drei Herren nun wandern also durch die ausgedehnten Wälder Kretas, durch die Natur zu dem Ort, an dem dem Mythos zufolge der oberste der Götter einst einem Volk Gesetze gab und sich damit als maßgeblich erwies. Dieses Setting
ist keine literarische Finesse oder kein literarisches Beiwerk, sondern gibt einen kostbaren Hinweis darauf, worum es in diesem Dialog geht. Es geht nämlich darum, dass gefragt wird danach, was dem Menschen eigentlich maßgeblich sein soll. Und zwar dem Menschen, sofern er einem Gemeinwesen angehört, also einer Polis, oder einem Gemeinwesen vorsteht, einem Gemeinwesen Gesetze geben soll, genauso aber auch jedem einzelnen, individuellen Menschen. Was, das ist die Frage dieses Dialogs, ist dem Menschenleben maßgeblich? Und diese Frage wiederum wird verhandelt, während die drei Gesprächspartner durch die Natur, auf Griechisch Physis, spazieren. Damit will Platon andeuten, die Frage nach dem, was maßgeblich ist, können wir nur dann angemessen beantworten, wenn wir uns darüber verständigen, was eigentlich Natur ist, was eigentlich die Grundprinzipien der lebendigen Welt sind. Denn es wird sich zeigen, dass es die Grundprinzipien der lebendigen Welt sind, die für das Gelingen eines politischen Gemeinwesens ebenso wie für das Gelingen eines individuellen Menschenlebens von uns allen maßgeblich ist. Es wird erkennbar werden im Laufe dieses Gesprächs, dass es diese Grundprinzipien der Natur und des natürlichen Lebens sind, auf die ein Mensch das Leben seiner selbst genauso wie das Leben einer Gemeinschaft bauen kann. Woran wir Maß nehmen sollten, wenn wir unsere Welt und unser eigenes Leben so gestalten und einrichten wollen, dass das Leben, das wir selbst sind, darin sich in Freiheit und Schönheit zur vollen Blüte und Pracht eines guten Lebens entfalten kann. Die Fragen, die die drei Herren bei ihrer Wanderung miteinander traktieren, zielen aber eigentlich nur vordergründig darauf, wie man einem konkreten Gemeinwesen, in diesem Fall also der neu zu gründenden Stadt Magnesia, eine konkrete Rechtsordnung geben kann. Der Wanderer aus Athen, vermutlich, wie ich sagte, Platon selbst, gibt eben dabei zu verstehen, dass es dabei letzten Endes um viel mehr geht, weil nämlich vor der Ausarbeitung einer jeden konkreten Rechtsordnung geklärt werden muss, was überhaupt der Sinn eines Gemeinwesens, der Sinn einer Rechtsordnung ist. Wir müssen uns zunächst darüber verstehen, was wir denn eigentlich erstreben, worum es denn eigentlich zu tun ist. Ja, eben was denn letzten Endes maßgeblich ist für das menschliche Leben, wenn wir auf eine sinnvolle Weise ermitteln wollen, wie wir Politik machen können, wie wir Gesetze erlassen, wie wir unser soziales, ökonomisches und politisches Miteinander organisieren und regeln wollen. Was ist maßgeblich für das menschliche Leben im Einzelnen genauso wie im Kollektiv? Das ist die Frage, die im Zentrum dieses Dialoges steht. Und das ist die Frage, auf die Platon seinen namenlosen Athener zu Beginn des vierten Buches der Gesetze eine zugegebenermaßen einigermaßen verklausulierte Antwort geben lässt, in Gestalt einer fiktiven Rede, die der Gründer, also es ist ein fiktives Szenario, die Gründer der Stadt Magnesia vor der vollversammelten Bürgerschaft halten werden, um mit dieser Rede gleichsam den Launch der neuen Verfassung, der neuen Gesetzgebung zu beginnen. Diese Rede, die der namenlose Athener, also einem fiktiven Gesetzgeber der fiktiven Stadt Magnesia, fiktiverweise in den Mund legt, beginnt mit folgenden nicht leicht verständlichen Worten. Aber ich habe auch diese Worte auf einer Chart zusammengefasst, nämlich auf dieser. Platon. Männer, lässt Platon den Gesetzgeber sagen. Der Gott, da haben wir ihn schon, den Gott, von dem Heidegger gesagt hat, dass er uns vielleicht retten könnte, von dem wir aber noch nicht wissen, wer oder was er eigentlich sein soll. Der Gott, der wie ein alter Spruch besagt, Anfang, Mitte und Ende alles Seienden umfasst, wandelt stets auf geradem Weg. In seinem Wesen nach zieht er kreisend seine Bahn um und ihm folgt stets die Gerechtigkeit, welche alle bestraft, die das göttliche Gesetz überschreiten. Ihr schließt sich an, wer glückselig werden will, und folgt ihr demütig und wohlgeordnet.
Ein merkwürdiges Bild. So hatten wir uns eigentlich einen Gott nicht wirklich vorgestellt. Offenbar eine Anspielung auf kosmologische, kosmische Vorgänge. Eine Bahn soll hier gezogen werden, eine Bahn, die von diesem Gott auf geradem Wege vollzogen wird, kreisförmig. Und wer ein gutes Leben führen möchte, der folgt dem Gott auf dieser Bahn, indem er sein eigenes Leben ordnet. Um das Ganze etwas besser zu verstehen, springe ich ein Stückchen weiter. In derselben Rede lässt Platon seinen fiktiven Gesetzgeber sagen: Welche Handlungsweise ist denn wohl dem Gotte wohlgefällig und ihm folgend oder ihm gemäß? Nur eine und in einem alten Sprichwort ausgedrückte, das gleich und gleich sich gern gesellt und mithineinander wohlgefällt, wenn es nämlich das richtige Maß in sich hat. Nicht zufällig hier kursiv geschrieben, weil es wichtig ist. Wenn es nämlich das richtige Maß in sich hat, wogegen das Maßlose weder miteinander noch mit dem Maßvollen sich verträgt. Der Gott nun, und das ist für uns der entscheidende Satz, der Gott nun dürfte wohl am ehesten das Maß aller Dinge für uns sein. Und weit mehr als irgend so ein Mensch, wie dies einige wollen. Dieses letzte Wort, dass der Gott eher das Maß aller Dinge ist als irgend so ein Mensch, ist ein Seitenhieb auf den Philosophen oder Sophisten Protagoras, der zwei Generationen vor Platon den berühmten Homo Mensura-Satz prägte, der da lautet: Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Aber das können wir jetzt beiseite lassen. Was für uns wichtig ist, ist, dass Platon hier, wenn man so will, erstmals in der europäischen Geistesgeschichte eine funktionale Interpretation dessen vorlegt, was denn eigentlich Gott heißen kann, nämlich dasjenige, was dem Menschen maßgeblich ist. Nicht dasjenige, was den Menschen Maß regelt. Ja? Das kennen wir auch aus den abrahamitischen Religionen, wo wir einen gesetzgebenden Gott haben, der den Menschen Gebote erlässt. Nein, der Gott ist selber das Maß aller Dinge. Er trägt das Maß in sich. Er ist dasjenige, was den Menschen, wie der Theologe Paul Tillich sagte, unbedingt angeht als maßgeblich für das Menschenleben. An ihm, an diesem Gott, muss Maß nehmen, wer ein gutes Leben führen will. Ein Leben, das dem Gott gemäß geführt wird, denn das sei der sicherste Weg zu Erfüllung und Glück. Und vielleicht ist es genau dieser maßgebliche Gott, den auch Heidegger im Sinn hat, wenn er sagte, dass alleine von ihm uns Rettung wachsen könnte. Damit aber wissen wir noch nicht sehr viel mehr. Wir wissen nur, dass dasjenige, was uns vielleicht zu retten vermag, dasjenige ist, woran wir Maß nehmen können, was für uns Menschen maßgeblich sein kann, ohne dass es uns Maß regelt, sondern dass deswegen maßgeblich ist, weil es etwas mit dem zu tun hat, was wir eigentlich sind. Das jedenfalls ist die Richtung, die Platon in den Nomoi verfolgt, allerdings nicht im vierten Buch dieses Buches, sondern erst im zehnten Buch, in dem sich folgender bemerkenswerter Satz findet: Die Seele, Psyche auf Griechisch, muss doch wohl ein jeder Mensch für eine Gottheit halten. Oder? So die Frage, die wir nun beantworten müssen. Aber wir können nur dann diese Frage beantworten, wenn wir irgendwie eine Idee haben, was denn hier bitteschön in Gottes Namen mit Seele gemeint sein soll. Die Seele, so wird suggeriert, ist eine Gottheit. Das heißt, die Seele ist das Maß aller Dinge. Seele ist das Maß aller Dinge. Das ist der Gedanke, um den es Platon hier zu tun ist. Was aber heißt Psyche? Was heißt Seele? Seele, so kann man im Wörterbuch nachlesen, heißt auf Griechisch Psyche. Psyche aber heißt auf Deutsch nicht Seele. Seele ist eine schlechte Übersetzung für Psyche, auch wenn es fast in allen gängigen, einschlägigen Platon-Übersetzungen so wiedergegeben wird. Nein, Psyche bedeutet ursprünglich nichts anderes als Lebendigkeit. Und wenn wir diesen Topos ernst nehmen, dann können wir langsam begreifen, worum es Platon eigentlich geht. Seele, um es nur noch einmal deutlich zu sagen, ist also nicht das, woran wir gemeinhin denken. Ich bitte jetzt, alle möglichen Assoziationen außen vor zu lassen, die bei Seele an irgendwie an so etwas denken wie den Wesenskern des Menschen, der bei unserem Ableben, unserem
sein Leib verlässt, um dann in Reinkarnationen an andere Orte zu wabern oder ins Paradies gelangt oder sonst wohin oder sich vielleicht auch in Luft auflöst, das ist alles nicht gemeint. Platon kennt zwar auch diese Ideen von Psyche, von Seele, aber sie tauchen bei ihm immer nur hinter dem Vorzeichen Mythos auf. Das heißt, Platon meint etwas anderes, wenn er Psyche spricht, als diese quasi religiöse Idee einer wanderungsfähigen Seele. Nein, Psyche ist Lebendigkeit, und zwar Lebendigkeit im Sinne dessen, was ein Lebewesen lebendig sein lässt, im Sinne desjenigen, was ein Lebewesen am Leben erhält. Und das nicht nur im Blick auf ein einzelnes Lebewesen wie dich und dich und dich und mich, sondern im Blick auf das Leben im Ganzen, auf das Leben der Welt, auf das, was die Griechen Physis nannten. Wir hatten diesen Begriff gerade schon einmal, die Natur, also die lebendige Welt, in die wir gestellt sind. Psyche, das ist der Gedanke, um den es letztlich geht, ist der Grund des Seins und Werdens der lebendigen Welt. Sein ist Psyche. Sein ist Leben. Das ist Platons zentrale Botschaft. Das heißt, in Platons Philosophie wird das Sein dieser Welt nicht, wie wir es in unserem neuzeitlichen Mindset tun, im Lichte der Matrix des Gestells interpretiert, sondern im Lichte einer Matrix der Lebendigkeit. Platon ist der Philosoph der Lebendigkeit. Und das möchte ich nun in meinem letzten Teil ein wenig näher ausführen. Dafür aber müssen wir noch etwas genauer verstehen, was denn dieses griechische Wort Psyche, was wir irrtümlicherweise so gerne mit Seele wiedergeben, eigentlich genau bedeutet. Ein Wink diesbezüglich gibt uns Platon in seinem Dialog Kratylos, ein Dialog, in dem es eigentlich um die Sprache geht und in dem sich Platon den Spaß erlaubt, bestimmte zentrale Topoi und Begriffe seiner Philosophie auf ihre Etymologie hin zu befragen. Diese Etymologien sind zwar nach dem Stand der heutigen Altphilologie nicht immer zutreffend, aber im Blick auf dasjenige, was er über die Psyche sagt und über die Herkunft dieses Wortes, können wir relativ sicher sein, dass das, was Platon damals seinem Sokrates in den Mund gelegt hat, zutrifft. Dort heißt es wie folgt. Ich glaube, sagt in dem Fall Sokrates, der Hauptdialogpartner im Kratylos ist, ich glaube, diejenigen, die den Namen Psyche gegeben haben, haben sich dabei etwa Folgendes gedacht, dass sie, also Psyche, wenn sie dem Leibe beiwohnt, dasjenige ist, was für sein Leben die Ursache ist, dass sie ihm das Vermögen zu atmen bereitet und ihn erfrischt, griechisch anapsychon, wobei zugleich mit dem Ende dieses Erfrischens anapsychontos, der Leib vernichtet wird und stirbt. Deshalb scheinen sie es mir, Lebendigkeit, Psyche zu nennen. Ja, der Begriff Lebendigkeit trägt hier ganz gut, weil er eben, wenn man so will, das, was Psyche ist, über die Funktion beschreibt. Nämlich, es ist das belebende Prinzip. Dasjenige, was immer da, wo es anwesst, einem Lebewesen Lebendigkeit verleiht. Lebendigkeit, der Grund des Lebens. Das ist es, was man aus diesem Gedanken, aus dieser Etymologie von dem Wort entnehmen kann. Und das Ganze bestätigt sich, wenn wir noch ein Stückchen weiterlesen, wo ebenfalls im Kratylos Sokrates eine zweite Etymologie anbietet. Hier geht es nun um die Physis. Physis, was wir schon als Natur kennengelernt haben, was man aber vielleicht noch besser als das Wesen beschreiben kann, wenn man bei Wesen nicht an irgendetwas Substanzielles denkt, sondern das Wort verbal versteht. Also im Sinne von das Anwesen, das die Präsenz, ja, das Wesen und Walten. In dem Sinne sagt Sokrates hier, das Wesen des ganzen Leibes, sodass er lebt und umhergeht. Was meinst du? Würde etwas anderes es halten, auf Griechisch echein, und hegen, auf Griechisch ochein, als Lebendigkeit, Psyche? Nichts anderes, sagt der Gesprächspartner. Schön, also weiter Sokrates, ist es, dieses Wort zu haben und das Vermögen, welches das Wesen hegt und hält, also auf Griechisch, physin ochei kai echei, Wesenshalter, psyche, pardon,
Physäche zu nennen. Das aber kann man etwas eleganter dann auch Lebendigkeit, Psyche nennen. Man merkt sofort auch schon daran, dass ich da ein bisschen gestolpert bin, dass diese Interpretation des griechischen Wortes Psyche etwas weiter hergeholt ist. Aber dafür liefert sie eine wunderbare Definition dessen, was im platonisch-griechischen Verständnis Psyche wesentlich ist. Nämlich dasjenige, welches das Wesen, und das Wesen meint hier tatsächlich das Anwesen, das Werden und Walten, die ganze Lebensspanne eines Lebewesens, das ist mit Wesen gemeint, welches dieses Wesen hegt und hält. Also dasjenige, was dafür Sorge trägt, dass das Leben eines Lebewesens am Leben bleibt, dass das Lebewesen lebendig ist. Psyche, so kommt es hier heraus, ist im platonisch-griechischen Verstand des Wortes nichts anderes als der eigentliche Grund und Ursprung alles dessen, was die Griechen Physis, also Natur, nannten. Und deswegen kann der Athener in Platons Nomoi dann auch sagen, die Psyche, also die Lebendigkeit, durchwalte und bewohne alles, was nur in Bewegung ist. Beziehungsweise Psyche im Ganzen waltet über alles, indem sie sich verschiedentlich in verschiedenen Gestalten zeigt. Psyche im Ganzen waltet über alles, indem sie sich verschiedentlich in verschiedenen Gestalten zeigt. Überall ist Lebendigkeit, aber sie manifestiert sich in jeweils anderen Lebewesen. Die Lebendigkeit ist allgegenwärtig, aber sie manifestiert sich in einer unendlichen Mannigfaltigkeit von Lebewesen. Und sie manifestiert sich im Ganzen einer lebendigen Welt. Noch einmal Phaidros, gäbe es keine Psyche, müssten der Himmel und das ganze Werden in sich zusammenfallen und stillstehen. Und es gäbe nichts, wodurch bewegt sie neuerlich entstehen könnten. Lebendigkeit also ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält. Lebendigkeit ist es, was die Welt, den Kosmos, wie die Griechen sagten, selbst am Leben hält. Und was diesen Kosmos darüber hinaus, wie wir gleich erfahren werden, auch zu einem stimmigen Ganzen fügt. Das ist es, worauf der namenlose Athener in Platons Nomoi hinaus möchte. Lebendigkeit hält die Welt im Innersten zusammen. Sie sorgt für die Lebendigkeit der Welt. Ja, sie sorgt für die innere Stimmigkeit, Harmonie und Balance des gesamten Universums. Und deswegen, nur deswegen, darf man ihr das Prädikat Theos geben. Gott, beziehungsweise göttlich, verehrenswürdig. In seinem Dialog Phaidon lässt Platon an anderer Stelle den Sokrates Folgendes sagen. Moment, jetzt bin ich gerade etwas durcheinander geraten. Er lässt ihn sagen, dadurch, dass was im Leib zugegen ist, wird er lebendig sein? Durch Psyche, antwortete Kebes. Und das verhält sich immer so? Wie sollte es nicht? Was auch immer sie umfasst, stets wird Psyche, wenn sie etwas naht, ihm das Leben mitbringen. Und der Gesprächspartner Kebes antwortet, das wird sie. Also Psyche, dasjenige, was das Leben mitbringt. Und zwar das Leben nicht nur, wie ich sagte, für den einzelnen Menschen, sondern auch für die Welt im Ganzen. Und so sagt der namenlose Athener in den Nomoi Folgendes, die Psyche, mein Freund, scheinen fast alle darin verkannt zu haben, was sie eigentlich ist und welches Vermögen sie hat. Und das sowohl im Blick auf alles, was mit ihr zusammenhängt, als auch auf ihr Werden, nämlich dass sie ursprünglich wirkt und vor allem entstanden ist. Und dass sie mehr als alles sowohl den Umschlag, also die ewige Bewegung, als auch die schöne Ordnung in allem
verursacht. Psyche, das ist der Punkt, der hier deutlich werden soll, ist eine ordnungsstiftende Kraft. Die Psyche, diese Lebendigkeit, die die Welt in allem durchwest, durchwaltet und durchwirkt, so will uns Platon hier nahelegen. Diese Lebendigkeit ist es, was eigentlich der Grund dafür ist, dass dieser Kosmos ein Kosmos ist. Was ist Kosmos? Was heißt Kosmos? Vielleicht wissen es einige von euch, die mir zuhört. Das Wort Kosmos steckt in unser Wort Kosmetik. Kosmetik ist die Kunst, sich eine schöne Ordnung zu geben. Kosmos heißt nichts anderes als schöne Ordnung. Die Psyche als die Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält, die den Kosmos durchwebt, durchwirkt, durchwest und durchwaltet. Diese Psyche ist eine ordnende Kraft, der sich die Stimmigkeit, die Schönheit und damit die Sinnhaftigkeit und Bejahbarkeit dieser Welt verdankt. Ja, es verdankt sich letztlich der Psyche, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Es verdankt sich der Psyche, dass wir nicht in einem gestaltlosen, chaotischen Wirrwarr uns geworfen sehen, sondern in einer gewordenen Welt, die so geworden ist, dass wir sie verstehen können und als etwas Stimmiges, Sinnvolles und Schönes erleben können. In diesem Sinne lässt Platon an anderer Stelle in seinem Dialog Timaios, den Titelheld, einen gewissen Timaios, einmal sagen, der Kosmos ist ein sinnlich wahrnehmbares, göttliches Lebewesen, das Größte und Beste, das Schönste und Vollendetste. Und der Ursprung, der Quell, ja das Grundprinzip, das in diesem Kosmos wirkt und west und waltet, das genau ist die Psyche tu Cosmu, die Lebendigkeit der Welt, oder auch die Psyche tu Pantos, die Lebendigkeit in allem, die Lebendigkeit des Alls, des Universums, die dann von späteren Nachfolgern Platons, vor allen Dingen von den Neuplatonikern, gerne als eine Weltenseele oder als die Weltseele bezeichnet wurde. Für uns wichtig ist, dass das aus Platons Perspektive keine kosmologische Spekulation ist, kein metaphysisches Wolkenkuckucksheim, sondern das Ergebnis einer sorgfältigen und präzisen Beobachtung der lebendigen Welt, einer Theoria, wie die Griechen das nannten, einem sorgfältigen Schauen auf die Phänomene dieser Welt. Es ging Platon einem überlieferten Wort zufolge in der von ihm gegründeten Akademie darum, Sozein ta phenomena, die Phänomene zu retten. Zu retten heißt hier nicht das gleiche wie im Sinne bei Heidegger, sondern sie uns verständlich zu machen, sie gleichsam in unserem Verstehen aufzuheben, sie in unser Verstehen zu bringen. Der Satz, den ich eingangs zitierte, dieser kühne Satz, der lautet, ein jeder vernünftige Mensch müsse doch dem beipflichten, dass Psyche, also Lebendigkeit, eine Gottheit ist, der mit dem Wörtchen oder antwortete, steht auch nicht zufällig am Ende eines langen und auch nicht leicht verständlichen Argumentationsganges, der sich auf empirische Fakten beruft, also auf die empirische Beobachtung der Natur, die eben letzten Endes zu diesem Resultat zwingt, dass in diesem Universum eine Lebendigkeit wirkt und waltet, von der man mit Fug und Recht sagen kann, dass sie das Prädikat Theos verdient. Ja, von der letzten Endes in Platons Verständnis auch all die alten Mythen von Zeus, Apollon, Artemis, Aphrodite, Athena und so weiter handelten, die letztlich in Platons Verständnis allesamt nichts anderes sind als mythische Variationen auf dieses eine große Thema, die Psyche der Welt, die Theos ist. Was ist das für ein Argumentationsgang? Der namenlose Athener weist seine Gesprächspartner darauf hin, dass dieser Kosmos in einer harmonischen Bewegung ist. Dass diese Bewegung nicht durch irgendeinen der Welt externen Schöpfergott oder dergleichen angestoßen sei, sondern dass die Welt sich immer aus sich heraus auf wohlgeordneten Bahnen bewegt. Das kannte man schon damals am gestirnten Himmel über uns, um bei dieser Gelegenheit auch den alten Kant zu Ehren kommen zu lassen, beobachten. Man
Man hatte den Eindruck, und das bestätigte sich durch die astronomischen Forschungen, die man in der griechischen Antike anstellte und die auch in Platons Akademie eine wichtige Rolle spielten, dass diese Welt in Ordnung ist. Dass sie in all ihrer Komplexität, in ihrer Dynamik, in ihrem ständigen Kommen und Gehen der Jahreszeiten, in den Zyklen der Sterne und der Gestirne doch eine sinnvolle Einheit darstellt, eine Einheit in einer unendlich mannigfaltigen Vielheit. Heute würden wir vielleicht sagen, die Griechen, Platon allen voran, gewahrte diese Welt als ein komplexes, hochdynamisches System. Und dass ein solches hochkomplexes, dynamisches System in Raum und Zeit überhaupt Bestand hat und sich in einem, ja, wie wir heute in der Physik nennen würden, in einem stabilen Fließgleichgewicht bewegt, ist, weiß Gott, ein Wunder, vor dem man nur staunend sich beugen kann. Ein Wunder, vor dem auch die heutige Kosmologie und Physik quasi mit Ehrfurcht sagen kann, es ist schon bemerkenswert, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nichts. Und dass da etwas in diesem Universum wirkt, was sich als Lebendigkeit beschreiben lässt, als eine Lebendigkeit, die für die innere Stimmigkeit, Sinnhaftigkeit und Schönheit der Welt zuständig ist und dafür Sorge trägt, dass dieses Universum nicht wie ein Schneeball in sich zusammenpappt und zusammenmatscht, sondern dass sie lebt und west und waltet, ist doch etwas Erstaunliches. Das Ganze fügt sich nun zu einem Gesamtbild und damit komme ich langsam zum Ende. Platon deutet das Wesen des Kosmos, das Wesen der Physis als ein lebendiges Geschehen. Sein ist Psyche, sein ist Lebendigkeit. Lebendigkeit erweist sich so gesehen als das Wesen dieser Welt, als das Wesen der Physis, als das Wesen alles Werdens und Erscheinens, als eine Kraft, die die Welt im Innersten zusammenhält und zugleich die komplexe Vielfalt aller Phänomene entfaltet. Und zwar so, dass ein stimmiges, lebendiges System dabei entsteht und sich durch die Zeit bewahrt. Mit diesem Gedanken folgt Platon einem seiner wichtigsten Vorgänger, nämlich dem vorsokratischen Philosophen Heraklit, der bereits an der Schwelle vom 6. zum 5. Jahrhundert vor Christus gesagt hat, diesen Kosmos, derselbe in allem hat nicht der Götter einer noch der Menschen einer geschaffen, sondern er war immer und ist und wird sein. Ewig lebende Energie, aufflammend nach Maßen und verlöschend nach Maßen. Der Kosmos ist ein maßvolles Geschehen. Das ist die Pointe, auf die Platon hier hinaus will. Der Kosmos ist ein maßvolles Geschehen, das einer bestimmten Ordnungsstruktur, einer bestimmten Dynamik folgt. Und wir erinnern uns vielleicht an diese dunklen Worte, die Platon seinem Gesetzgeber in den Mund gelegt hat, als er davon sprach, dass Gott das Maß aller Dinge ist. Die Welt folgt einer Ordnung, dem Sein selbst. Und das ist die Pointe, auf die alles ankommt. Dem lebendigen Sein dieser Welt selbst ist ein Maß eingezeichnet, an dem Maß zu nehmen, uns Menschen, ja, aufgetragen ist das falsche Wort, uns Menschen gut tun wird. Weil nur da, wo wir dem Maß des Lebens gemäß leben, die Chance haben, selber im vollen Sinne des Wortes lebendig zu sein. Die Psyche, die auch durch uns hindurch west und waltet, dabei zur Entfaltung zu bringen, sodass sie wachsen, gedeihen, reifen, erblühen und Frucht tragen kann. Das ist es, worum es Platon letztlich geht. Psyche, um es also abschließend zu formulieren, ist nicht nur der Grund dafür, dass überhaupt etwas ist und nicht vielmehr nicht, sondern sie ist auch das Maß, dem gemäß zu leben bedeutet, wirklich, wesentlich, unserem eigenen Wesen gemäß wahrhaftig zu leben. Und deswegen sind eben unsere drei Wanderfreunde in Platons Nomoi, die da durch die kretische Bergwelt spazieren, gut beraten, bei der Gründung der Stadt Magnesia minutiös darauf zu achten, dass die von ihnen gegebenen Gesetze im Einklang mit der kosmischen Lebendigkeit sind. Darüber hinaus, ein jeder Mensch tut gut daran, Lebendigkeit als das Maß aller Dinge anzuerkennen. Denn nur so wird es gelingen, ich sagte es, das Potenzial zur vollentblühten Lebendigkeit zu entfalten, worin sich letztlich unser menschliches Sein erfüllt. Lebendigkeit, das ist der Gedanke, den ich euch heute Abend nahebringen wollte,
könnte der Gott sein, von dem Martin Heidegger 1966 sagte, er könne uns womöglich retten. Denn Lebendigkeit ist der Schlüsselbegriff einer anderen geistigen Matrix, die das Sein dieser Welt und die Natur eben nicht länger als ein auszubeuten, von uns nutzbar zu machenden Bestand deutet, über den wir als Maître et Possesseur de la Nature, wie Descartes sagte, nach freiem Belieben herrschen können. Nein, es geht hier nicht um Herrschaft über das Sein, sondern es geht um Wertschätzung, um Achtung des lebendigen Seins dieser Welt. Es geht um eine neue Wertschätzung, die die Natur selbst als Manifestation eines Seins interpretiert und deutet, dass wir mit Fug und Recht mit dem Prädikat Theos, göttlich, versehen können. Wenn göttlich denn eben bedeutet, maßgeblich für uns. Es geht hier um eine geistige Matrix, die den Menschen nicht länger zum Verbraucher und Nutzer, zum Konsumenten deformiert, sondern die den Menschen als Teil dieser lebendigen Welt würdigt und als eine Manifestation einer Psyche, die immer das Vermögen in sich trägt, sich zur Blüte und Schönheit dessen zu entfalten, was die Griechen göttlich nannten. Ja, damit ist nach meinem Dafürhalten in den wichtigsten Umrissen skizziert, worum am Ende des Tages Platons gesamtes Denken kreist und wohin alle seine Wege führen. Platon ist ein Philosoph der Lebendigkeit. Und wenn man seiner Philosophie ein Label verpassen möchte, was man eigentlich nicht tun sollte, dann könnte man sagen, dass Platon eine Metaphysik der Lebendigkeit entwickelt hat, deren Kerngedanke ist, diese Welt, in der wir leben, ist lebendig und wir tun gut daran, diese Lebendigkeit zu wahren, zu achten, sie eben nicht als Bestand nutzbar zu machen, sondern sie als unser Sein zu würdigen, es zu feiern, dieses lebendige Sein dieser Welt und darin unserem eigentlichen Menschsein wirklich Genüge zu leisten. Metaphysik der Lebendigkeit ist eine Auslegung des Seins, die das Sein als ein natürliches, lebendiges Geschehen deutet, in dem die Psyche als das bestimmende Prinzip west und waltet. Diese Metaphysik der Lebendigkeit ist nach meinem Dafürhalten das bislang unentfaltete, unentdeckte Erbe Platons. Und ich glaube, es ist gut und nützlich, wenn wir dieses Erbe zu neuen Ehren bringen, uns daran besinnen, es versuchen, in unsere heutige Welt zu übersetzen. Meine Ausführungen möchte ich dementsprechend schließen mit einem Zitat meines Lieblingsdichters Friedrich Hölderlin, der in der Vorrede zu seinem Roman Hyperion schrieb: Ich glaube, wir werden am Ende alle sagen, heiliger Platon, vergib, man hat schwer an dir gesündigt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und euer Zuhören und bin jetzt ganz gespannt, was für Fragen aus eurem Kreis an mich gestellt werden. Ich habe schon mit einem Auge im Chat gesehen, dass sich da einiges getan hat. Ich stoppe jetzt mal hier die Bildschirmpräsentation und bin gespannt, was denn gleich der Heribert mir alles auftischen wird. Danke erstmal an euch alle. Ja, Christoph, ich hoffe, du hast den Applaus jetzt zumindest mitbekommen. Nee, ich habe nichts gehört, aber das macht nichts. Ich habe eine kühne Fantasie und einen Vorstellungsvermögen. Okay. Genau, also hier, teilweise 75 Leute zugeschaltet gewesen, ein paar sind später noch eingestiegen. Aber neben dem sind auch hier im Treffpunkt Philosophie verteilt auf drei Räume noch um die 25 Leute, sodass heute ungefähr 100 Leute diesen Vortrag insgesamt gehört haben. Super. Ich hätte dir gegönnt, ich weiß, wie schwierig es ist, bei so Webinaren in eine Kamera hineinzusprechen, und ich hätte dir gegönnt, die Reaktionen hier zu erleben, die manchmal so deinen Sätzen gefolgt sind, wie zum Beispiel eben in diesem Satz von Heidegger: Nur noch ein Gott kann uns retten. Und wo großes Gelächter, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber so also eine starke emotionale Reaktion einfach, ja, hier gekommen ist. Ich zitiere das ja öfters und es wundert mich nicht, sagen wir mal so.
Aber deswegen mache ich mir auch gerne den Spaß, dieses sehr anstößige, provokante Heidegger-Wort zu zitieren, zumal man ja das Ganze tatsächlich dann eben einer Auslegung unterziehen kann, ausgerechnet mit Platon, der von Heidegger eigentlich ja nicht gut gedeutet worden ist. Ja, und die zweite große Reaktion war hier, wie du dieses Thema, die Übersetzung der Psyche, dass eigentlich Seele nicht die geeignete Übersetzung ist, sondern dass es besser wäre, von Lebendigkeit zu sprechen. Und da ist auch so ein richtiges Raunen noch durch die Menge gegangen. Also irgendwie hat das alle hier berührt und, denke ich, auch inspiriert. Mich selber, also es war für mich auch, wie ich das Buch gelesen habe, einer der ganz wichtigen Punkte, ein Thema, das mich selber auch sehr beschäftigt, weil, denke ich, so diese mechanistische Auffassung unserer Welt ja eben auch verwechselt, dass die Natur eben kein Mechanismus ist, sondern ein Organismus. Absolut, ja. Und das ist ein großer Unterschied, also was die Systemtheorie ja darstellt. Ja, also diese, was ich jetzt als die Matrix des Gestells beschrieben habe, könnte man auch als eine Maschinenmatrix bezeichnen. Und tatsächlich, egal wo wir hinschauen, ja, wir konvertieren die Welt in allen Hinsichten nach Maßgabe einer Maschine. Das trifft für die Ökonomie allemal zu, in der Politik erleben wir es im Augenblick auch zunehmend. Und ja, wir sind ja letztlich auch dabei, mit Hilfe eben von neuen Technologien letzten Endes auch die gesamte Natur in eine Art Maschine zu konvertieren oder maschinell neu aufzustellen. Und das ist eben etwas, was ich selber problematisch finde. Aber sorry, jetzt bin ich dir reingegrätscht. Nee, kein Problem. Ja, diese Sicht, dass alles eigentlich Ressource ist, die Natur, der Mensch, alles zu unserer Verfügung steht und wir es nützen können. Und ich habe in vielen Aspekten eben auch so Parallelen seither auch gefunden, auch in der gewaltfreien Kommunikation spricht man davon, das Wichtigste ist eigentlich dem zu folgen, was das Leben in dem anderen ist und in einem selbst, um aus dieser Gewaltspirale in der Kommunikation herauszukommen. Frithjof Capra hatte vor ungefähr 20 Jahren dieses Buch Das Lebensnetz geschrieben, wo er viele Erkenntnisse zusammenfasst aus der Biologie, Systemtheorie, aus der neuen Biologie und neuen Systemtheorie, dass wir zu einem Verständnis der Lebendigkeit der Natur kommen. Und darum war das für mich auch eine große Überraschung, dass du dasselbe dann mit und durch Platon präsentiert hast. Ja, es ist tatsächlich ungewöhnlich, ja, weil es gibt zum Beispiel ein großartiges Buch in dem Zusammenhang, was ich auch allen gerne zur Lektüre anempfehlen möchte, von meinem Freund und Kollegen Andreas Weber. Ich weiß nicht, ob euch geläufig ist. Ein tolles Buch, das heißt Lebendigkeit, wo mein lieber Freund Andreas mich nicht nur an der entscheidenden Stelle falsch zitiert, aber das sehe ich ihm nach, sondern vor allen Dingen sich an Platon vergeht und da auf eine Platon-Interpretation halt hereinfällt, die sich über Jahrhunderte durchgehalten hat, letztlich vermittelt über Aristoteles und den Neuplatonismus und die mittelalterliche Philosophie und den Renaissance-Platonismus. Deswegen, heiliger Platon, vergibt, man hat schwer an dir gesündigt. Man hat ihn wirklich oft missverstanden. Man hat ihn oft so als den Denker einer Ideenwelt gedeutet, der die Welt spiritualisiert und quasi sich nur in Geringschätzigkeit und Abfälligkeit über die sinnlich wahrnehmbare Welt äußert, von der platonischen Liebe ganz zu schweigen, die dann auch noch beim Sex irgendwie auf das Körperliche verzichten will. Das ist alles nicht Platon. Ja, das kommt da drin zwar auch mal vor, aber Platon ist ja auch ein Spieler, ja, der auch Gedanken durchspielt, die nicht unbedingt immer seine sind. Also wenn Nietzsche einmal über seinen Zarathustra sagte, verwechselt mich nicht mit Zarathustra, dann muss man von Platon allemal sagen, verwechselt ihn nicht mit seinen Dialogfiguren. Es ist immer sehr schwer, den eigentlichen Platon rauszuhören, weil er sich zwischen seinen Dialogfiguren versteckt. Aber ich habe eben wirklich 20 Jahre meines Lebens mit Platon mich beschäftigt und dieses Buch Platon und die Folgen ist letztlich sozusagen der Shortcut einer Habil, die leider Gottes immer noch in der Schublade löst und auf bessere Tage wartet, wo es mir darum ging, gerade anhand des späten Platon zu zeigen, dass es ihm mitnichten darum geht, die physische, diesseitige Welt, den Kosmos, die Physis in irgendeiner Weise zu entwürdigen, sondern sie einfach geistig zu durchdringen und in ihrer, wie soll man das sagen, in ihrer Valenz, in ihrer Bedeutung, in ihrer Maßgeblichkeit für den Menschen verständlich zu machen. Und dieses Projekt Platons ist eigentlich in der Platon-Literatur immer unterbelichtet geblieben. Aber ich glaube, ich habe wirklich gute Argumente, warum wir Platon in dem Sinne als einen Denker der Physis, also der lebendigen Welt, verstehen sollten und gar nicht so sehr als den Denker einer Hinterwelt, ja, um Nietzsche noch einmal zu bemühen. Ja. Platon war kein Hinterwäldler. Ja. Ganz und gar nicht. Ja. Also wenn du, so wie du das jetzt beschreibst, geht es ja darum, auch wenn wir eine andere Zukunft gestalten wollen, die nicht von einem mechanistischen Denken geprägt ist, ein anderes Denken zu leben und oder zu lernen. Und seit wir eigentlich
uns mit Philosophie beschäftigen, zumindest in der Moderne, benutzen wir stark eine Logik des Entweder-Oder, und nun beschreibst du in deinem Buch eben auch, dass Platon eigentlich diese Logik überwindet in Form einer Logik des Sowohl als auch. Kann uns das nützlich sein, für so eine Zukunft zu gestalten? Ich glaube ja, wobei ich nicht sagen würde, dass wir die Logik des Entweder-Oder überwinden müssten. Ja, letztlich beginnt dieses Spiel der verschiedenen Logiken schon eine Generation vor Platon oder zwei Generationen vor Platon, nämlich bei den sogenannten Vorsokratikern. Heraklit, den ich auch zitiert habe, könnte man als einen Vordenker der Logik des Sowohl als auch in Stellung bringen, weil es gibt von ihm zum Beispiel so schöne Worte wie: Der Gott, ja, mit dem haben wir es heute Abend, ist Krieg und Frieden, Licht und Dunkel, Tag und Nacht. Eines ist dasselbe, es schlägt um in sein Gegenteil. Aber bei Heraklit haben wir ganz stark die Idee, diese Welt folgt einer Logik des Sowohl als auch. Vor allen Dingen folgt das Leben einer Logik des Sowohl als auch. Wir können das Leben nicht verstehen, wenn wir in der Logik des Entweder-Oder denken. Etwa zeitgleich Parmenides, Süditalien, ist der erste Denker, der sagt, entweder es ist oder es ist nicht. Ja, Auftakt der zweiwertigen Logik. Platon in seinen Spätdialogen, vor allen Dingen im Sophistes, versucht im Prinzip, diese Logiken irgendwie auch nochmal zu überwölben, ja, miteinander zu integrieren. Und ich denke, das ist letzten Endes das, was seine Metaphysik der Lebendigkeit auszeichnet und so aktuell macht. Denn, sagen wir mal, die ganze Wissenschaft, die wir uns geschaffen haben, baut im Prinzip auf der zweiwertigen Logik des Parmenides auf, auch unsere Technik. Und wir müssen es ja nicht hinter uns lassen, aber wir müssen es ergänzen. Ja, vielleicht auch ein Stückchen überwölben durch eine Logik, die den Realien des Lebens gemäß ist und nicht ausschließlich in Realien, sagen wir mal, einer mathematischen Logik. Das Leben ist eben deutlich komplexer. Es ist systemisch, holistisch organisiert und entzieht sich halt immer wieder der Logik. Auch die Naturwissenschaften, vor allem die Quantenphysik, hat uns ja an die Grenzen einer zweiwertigen Logik im wissenschaftlichen Bereich geführt. Ich glaube tatsächlich, dass da, sagen wir, auf dieser Grundebene einer geistigen Matrix, wo es auch darum geht, eine Logik, wenn man so will, jetzt metaphorisch gesprochen, als das Betriebssystem unseres Denkens zu formulieren, kann uns Platon weiterhelfen, um der Komplexität der lebendigen Welt besser gerecht zu werden. Um eben auch zu begreifen, dass Leben, gerade auch menschliches und soziales Leben, nicht funktioniert, wenn wir immer nach dem Prinzip entweder die oder die, entweder links oder rechts, ja, entweder Flüchtling oder Einheimischer denken, sondern einfach, dass die Unausweichlichkeit des Miteinanders, des Geltenlassens im Sowohl als auch in einem lebendigen System anerkennen und als etwas Maßgebliches würdigen, was in der Grundstruktur, in der Grundmatrix des Lebens selber eingezeichnet ist. Ja, das ist für mich wirklich interessant, weil sich das auf so viele Punkte übertragen lässt. Nochmal, um zur gewaltfreien Kommunikation zu kommen, ein Satz von Marshall Rosenberg, der mich sehr beeindruckt hat, weil wir auch in Konflikten dazu neigen, so wir versuchen, jetzt Recht zu haben und den anderen zu überzeugen und die einzige Wahrheit darzustellen. Und er sagt, du kannst in deinem Leben entweder Recht haben oder glücklich sein. Beides geht nicht. Ja, aber vielleicht geht auch hier die Logik des Sowohl als auch. Vielleicht geht doch beides, ja. Aber nicht Recht haben, weil man nun unbedingt Recht hat, sondern weil es sich eben zufällig ergeben hat, dass ich eben mal einen richtigen Treffer gelandet habe. Ne? Ja. Es gibt übrigens noch die Logik des Weder noch, ne? Das wäre die Logik, die von mystischen und fernöstlichen Weisheitswegen oft propagiert wird. Und ich glaube, am Ende des Tages werden wir am ehesten der Komplexität der Welt Genüge leisten, wenn wir eine Logik bauen, die sowohl das Entweder-Oder als auch das Weder-Noch als auch das Sowohl-als-auch geltend ist. Und da ist Platons Metaphysik der Lebendigkeit eine heiße Spur, die wir so nicht eins zu eins übersetzen können, aber die uns kostbare Impulse geben kann für einen Neo-Neuplatonismus, der uns wieder besser, ich sag mal, der uns eine Begrifflichkeit, ein Sprachspiel anbietet, das uns erlaubt, uns wieder rückzubinden an die lebendige Welt, die wir halt in den letzten 250 Jahren so schändlich missbraucht haben. Genau.
Ja, gut vermittelt, denke ich, weil wenn wir eine Logik des sowohl als auch verwenden wollen, dann können wir die Entweder-Oder-Logik nicht ausschließen. Sonst würden wir ja hier Entweder-Oder agieren. Ja? Exakt, ja. Und wir müssen dann lernen, um nochmal auf dein Thema, dein Beispiel mit der gewaltfreien Kommunikation zurückzukommen, dass eben auch unterschiedliche Positionen nebeneinander bestehen können. Ja? Und auch, dass auch ein Konflikt völlig in Ordnung ist. Ja? Wir müssen uns ja nicht ständig in den Armen liegen und sagen, piep, 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 wir haben uns alle lieb, ja? Sondern Harmonie, wie die Griechen sie dachten, beinhaltet auch, dass Spannungen ausgehalten werden können. Mir fällt aber immer diese aus der internationalen Diplomatie geläufige Formel ein, we agree to disagree. Ne? Das ist ja völlig in Ordnung, aber das heißt, dass man, und das ist, wenn man so will, auch das Wunder der Verständigung, ja? Dass man da, wo Verständigung geschieht, wo sich auf diese Weise auch so etwas wie Sinn erschließt, unterschiedliches, vielleicht disparates, ja sogar antagonistisches, sich doch so ineinander fügt, dass es zusammen bestehen kann. Und wahrscheinlich gerade auch in seiner Spannung sogar sehr viel besser bestehen kann, als in vorschnellen Kompromissen, wo man sich dann eben letzten Endes, vielleicht in Konventionen ergeht, aber nicht wirklich auf etwas Gemeinsames verständigt hat. Ja, Christoph, in der Zwischenzeit sind mir ein paar Fragen rübergeschoben worden. Okay, dann schauen wir doch mal. Also einerseits vom Florian, der uns ja hier technisch betreut, auf Moderationskarten geschrieben, auch vom Publikum hier sind ein paar Moderationskarten gekommen. Und ich möchte, dass er ein paar Fragen zur Psyche zusammenfassen, weil ich denke, die kann man auch zusammen beantworten. Da ist mal die Frage gestellt worden von Heinz Rauschenbach, also es war im Chat, ob die Psyche gleichzusetzen ist mit Qi-Prana oder sogar der Orgonenergie. Oh, muss ich gleich sagen, muss ich passen, kenne ich mich nicht mit aus, tut mir leid. Okay. Und dann die Frage, wann ist das jetzt üblich gewordene Wort Psyche zur Beschreibung der menschlichen Wahrnehmung und Umsetzung entstanden? Also ich glaube, ich verstehe das jetzt so, dass die Deutung, wie man der Psyche heute gibt, wann die eigentlich entstanden ist. Ja, ja, das ist echt schwierig, weil es gibt auch heute keine wirklich eindeutige Deutung des Wortes Psyche. Also sagen wir mal, Psyche schwingt ja nach, oder Psyche, wenn man es griechisch korrekt ausspricht, schwingt ja nach in der Psychologie. Das, was aber, sagen wir mal, ein Sigmund Freud als Seelenapparat, die Sprache ist verräterisch, beschreibt, hat wirklich herzlich wenig mit dem zu tun, was in der griechischen Philosophie als Psyche in Erscheinung tritt. Die Sache ist deswegen schwierig, weil man bei dem Wort Psyche schon innerhalb der griechischen Literatur oder der griechischen Geistesgeschichte einen erstaunlichen Bedeutungswandel beobachten kann. Bei Homer, was ja für uns immer die erste wichtige Quelle ist, weil es einfach das älteste Schriftzeugnis der abendländischen Kultur ist, haben wir überhaupt keine Idee von Psyche eben im Sinne so von Seelenwanderung oder so etwas. Ja? Das findet man aber später in der griechischen Literatur auch, nämlich vor allen Dingen bei dem bekannten Philosophen und Schamanen Pythagoras, von dem die griechischen Autoren selber, Herodot allen voran, sagen, er sei derjenige gewesen, der die Idee der Seelenwanderung aus Ägypten nach Griechenland importiert hätte. Und diese Vorstellung, dass die Seele, dass es eine wanderungsfähige Seele gibt und dergleichen, hat sich dann tatsächlich in den pythagoreischen Gemeinschaften in Süditalien im 5. Jahrhundert durchgesetzt. Und damit kommt diese Idee Psyche als Seelenkern, die dann auch für die christliche Vorstellungswelt so bedeutend wird, nach Griechenland. Aber es ist wirklich ein ganz merkeigenartiges und eine echte Besonderheit geistesgeschichtlich, dass wir hier griechische Autoren haben, die zeitnah darüber berichten, dass sie genau wissen, dass ursprünglich einmal Psyche in einem viel umfassenderen Sinne als Lebendigkeit bezeichnet wurde und eben nicht so etwas wie den Wesenskern des Menschen, der im Ableben den Leib verlässt, gedeutet wurde. Ne? Aber es passiert schon früh und bekommt dann einen enormen Aufwind in der Zeit, um die Zeitenwende und dann später eben tradiert oder vermittelt über die ganze christliche Morallehre, in der dann eben die Seele, wenn man so will, zur eigentlichen Subjektivität des Menschen wird, an der sich entscheidet, ob er ein moralisch integrer oder nicht integrer Mensch ist, der dann entweder in den Himmel oder in die Hölle kommt. So. Parforce-Ritt durch die Begriffsgeschichte von Psyche, ein extrem spannendes, aber auch komplexes Feld. Ja. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das hat einiges nochmal erhellt. Und dann wäre für mich oder noch eine Frage hier, und zwar in einem ähnlichen Sinn spricht Max Weber ja von der durch die Intellektualisierung und Rationalisierung von einer Entzauberung der Welt. Mhm. Und jetzt weiß ich ja, dass du dich sehr auch mit dem Thema Mythos und Kunst beschäftigt hast.
Welche Rollen spielen aus deiner Sicht so Bereiche, wenn wir jetzt nicht nur auf die Wissenschaft schauen, sondern auch auf die Bereiche des Mythos oder der Kunst, um diese Lebendigkeit eigentlich zu gestalten oder zu verwirklichen? Ja, danke. Wer immer diese Frage gestellt hat. Max Weber war ja auch derjenige, der, sagen wir mal, als die vorherrschende Rationalitätsform der technisch-ökonomischen Moderne die Zweckrationalität benannt hat. Und die Zweckrationalität ist in der Tat diejenige Form von Rationalität, die passgenau zu der Matrix des Gestells passt, ne, wie Heidegger sie entwickelt hat. So gesehen passt das hier gut hin. Ich denke, genau die Zweckrationalität ist es, die die Welt entzaubert hat, weil die Zweckrationalität im Prinzip einer Logik des Umzu folgt. Egal, was immer du tust, es dient einem bestimmten Zweck. Was immer ein Mensch tut, es dient der Bedürfnisbefriedigung von XY oder dergleichen. Ja, immer sind wir quasi, man denkt immer intentional. Diese Weise, die Welt zu denken, ist eine andere Weise als diejenige Art, die Welt zu denken oder zu erschließen, oder auch eine andere Form von Rationalität als diejenige, die wir in der Kunst, in der Poesie, im Mythos finden. Mythos, Kunst und Poesie sind anders als Zweckrationalität, streng genommen phänomenologisch betrachtet, verschiedene Erscheinungsformen oder Varianten von Spiel. Ja, ein Spiel ist aber ein zweckfreies Geschehen, das sich der Zweckrationalität geradezu widersetzt. Man spielt, weil man spielen möchte. Und ein Dichter dichtet auch nicht, weil er damit Geld verdienen möchte. Täte er das, wäre er ein als Dichter getarnter Ökonom, sondern er dichtet, weil er dichten muss, weil er etwas zum Ausdruck bringen muss. Genau das aus dem gleichen Grunde schafft ein Künstler seine Werke. Ja? Es ist ein in sich sinnvolles Geschehen, was zutiefst sinnvoll, aber gleichzeitig völlig zweckfrei ist. Etwas, was dem Menschen der Zweckrationalität, der die Welt entzaubert hat, nicht mehr einleuchtet, was aber für, sagen wir mal, für die Manifestation, für die Versprachlichung dessen, was wir hier jetzt heute Abend Lebendigkeit genannt haben, absolut wichtig ist. Ja, Lebendigkeit lässt sich überhaupt nicht unter den Kategorien von Zweckrationalität und instrumenteller Vernunft fassen, sondern Lebendigkeit folgt einem ganz anderen Prinzip. Lebendigkeit ist sehr viel mehr ein großes Spielgeschehen. Ja, ein Spielgeschehen, dem wir dann Genüge leisten, wenn wir es selber spielerisch zur Darstellung bringen. Sei es in Gestalt eines Mythos, sei es in Gestalt eines Kultus, sei es in Gestalt von Kunstwerken oder wie auch immer. Heraklit, um den nochmal zu erwähnen, hat eine großartige Stelle, wo er mal sagt, diese Weltzeit ist wie ein spielendes Kind. Und Platon in den Nomoi sagt auch einmal, wir können eigentlich unser Leben gar nicht besser sozusagen verbringen, als indem wir, es heißt wörtlich, als in Gestalt einer unaufhörlichen Folge der schönsten Spiele. Ja, also, was ich sagen will, weil Spiel ist so ein Sternchenthema von mir, merkt ihr schon, ja, um dem Sein der Welt im Sinne der Lebendigkeit zu genügen, brauchen wir die Kulturform des Spiels. Noch eins, ja, zum Thema Wissenschaft. Goethe hat sich ja gegen Newton gewandt, ja, gegen ein, wenn man so will, neuzeitlich-mechanistisches Interpretieren der Welt. Newton hat wunderbare Dinge gesagt. Ich will die newtonsche Physik gar nicht schlecht reden, aber Goethe sagt immer, über eine Pflanze kann ich eigentlich nur dann angemessen etwas zum Ausdruck bringen, wenn ich Poesie betreibe. Ja, weil das Leben lässt sich nicht zergliedern und lässt sich nicht entschlüsseln, dass man es in Stücke schneidet, sondern Poesie, Dichtung sind auch Kunst, sind authentische Weisen, die Welt zu gewahren, die Welt zu manifestieren. Und zwar sind es gerade deswegen authentische Weisen, die Welt zu gewahren, weil die Welt eben ein lebendiges, spielerisches Geschehen ist. So etwa. Für den Anfang. Ja, ich denke, dass du damit gut zum Ausdruck bringst, was man in deinen Büchern findet oder bei Platon findet, die Wichtigkeit von Tanz, Musik in der Bildung, in der Ausbildung. Und ich denke, für diejenigen, die was das noch weiter vertiefen wollen, da gibt es ja auch deine Bücher, du hast eines über das Spiel geschrieben, glaube ich, mit Gerald Hüther gemeinsam. Genau, Rettet das Spiel. Und eines über den Hölderlin, eines deiner letzten, die du geschrieben hast oder herausgebracht hast, wo du auf dieses Zeitalter der Romantik eingehst, wo ja auch Schiller fast gleichzeitig gesagt hat, dass der Mensch eigentlich
oder im eigentlichen Sinne nur dann Mensch ist, wenn er spielt. Und das war damit gemeint, was du jetzt eben gerade ausgeführt hast. Exakt so, ja genau. Und ich meine überhaupt die Romantik oder überhaupt die Zeit so in den Jahren nach der Französischen Revolution, also Schiller gehört dann auch noch mit dahin, ist eigentlich eine Zeit, die etwas von dieser platonischen Philosophie der Lebendigkeit, wie ich hier jetzt heute Abend so in groben Zügen zu skizzieren versucht habe, etwas davon teilweise gespürt oder intuiert hat. Ich meine, Hölderlin hat halt extrem viel Platon gelesen und deswegen ist es kein Zufall, dass er dann auch sagt, heiliger Platon, vergib mir das schwer an dir gesündigt, weil er gerade diese spielerische Komponente in dem Platon wiederentdeckt hat. Ne? Und weil du gerade darauf ansprachst, ich finde, das ist auch nochmal so ein ganz schöner Gedanke, weil dass wir das nochmal klar bekommen, ja, wenn immer davon die Rede ist, oder jetzt bei mir die Rede war, dass dem Leben oder dass der Lebendigkeit selbst das Maß innewohnt, an dem wir Maß nehmen können, wenn wir denn auf eine gute Weise lebendig sein wollen. Das hängt ja immer damit zusammen, dass eben diese Griechen von Heraklit angefangen bis zu Platon beobachteten, dass eben dass dieses großartige, komplexe, dynamische Geschehen, das sie Kosmos nannten, diese Zustände von Harmonie, Balance und Gleichgewicht herstellt. Harmonie, Balance und Gleichgewicht lassen sich aber wunderbar als ein spielerisches Geschehen beschreiben. Ja, es ist ja kein Zufall, der Begriff der Harmonie stammt aus der Musik, die uns vor Augen führt, was es bedeutet, dass ein komplexes, dynamisches Geschehen in der Zeit sozusagen immer wieder aufs Neue Balancezustände und Gleichgewichtszustände erzeugen kann. Diese Idee, dass Leben etwas damit zu tun hat, dass wir eben die Einheit in der Vielfalt immer aufs Neue austarieren, immer neu durchspielen, dass wir auf diese Weise unsere eigene Lebendigkeit entfalten können, dass es eben nicht darum geht, vorschnell irgendwelche Spannungen zu beseitigen, sondern auch einmal in der Auseinandersetzung zu wachsen, zu reifen und zu gedeihen. Das alles haben eben auch die Romantiker, die Idealisten auf eine wunderbare Weise in ihrem Denken versprachlicht. Und ich glaube, sie haben da teilweise auch ohne es zu wissen, doch sehr stark an diese Unterströmung des platonischen Denkens anschließen können, dass sich eigentlich von den Tagen der griechischen Antike ja bis in die Gegenwart irgendwie immer durchgezogen hat. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich also ein schönes Beispiel dafür ist, wie prägend eigentlich eine philosophische Strömung auch für ein Land werden kann, wenn man denkt, dass diese Philosophie von Schiller und Goethe und den Romantikern, wie sehr das eigentlich Deutschland auch inspiriert hat über 2 Jahrhunderte. Ja, umso erschütternder, dass heute im Land der Dichter und Denker, Kulturschaffende irgendwie sehen müssen, wie sie ihre Existenz retten können. Absolut, absolut. Aber das ist nochmal ein anderer Diskurs, genau. Zu dem es auch viel zu sagen gäbe. Ja, Christoph, wir nähern uns so jetzt dem Ende oder wo wir dann auch versprochen haben zu enden, würde es viel Freude machen, noch länger mit dir zu sprechen. Erlaubst du mir finden wir noch Gelegenheit zu. Ja. Erlaubst du mir zum Abschluss, wir treffen Philosophie, wir fragen uns auch immer, was bedeuten diese Weisheiten für das eigene Leben und uns würde es noch ganz kurz interessieren, dich so als auch als Mensch kennenzulernen und da ist für mich die Frage aufgetaucht, wie kommt man, ich weiß, dass sich dieses Thema schon lange beschäftigt, ich habe es jetzt nur nachgelesen, vermute so vielleicht seit du 25 oder 30 Jahre warst, wie kommst du dazu, eine Auslegung von Platon, die jetzt mehrere Jahrhunderte eigentlich dominant war, wie kommst du dazu, das eigentlich wie soll man sagen, über den Haufen zu werfen oder es zu wagen, dagegen anzugehen, was Philosophen und Wissenschaftler zu einem großen Teil über 300 Jahre jetzt über Platon eigentlich gesagt haben. Was hat dich dazu inspiriert? Was waren deine Vorbilder? Was hat dich motiviert, eigentlich auch dieses Wagnis einzugehen, so eine unterschiedliche Interpretation zu zeigen? Das war die eine Frage und dann eine Frage aus dem Publikum, die, denke ich, da dazu passt. Gibt es in deinem persönlichen Leben immer diese Lebendigkeit? Wenn ja, gut und Punkt. Wenn nicht, was hast du getan, um es zu erreichen? Wahrscheinlich mutig. Okay. Also diese beiden Fragen. Okay, ja, die gehören ja ein bisschen zusammen. Also ich sage mal so, tatsächlich ist die erste Frage gar nicht so leicht zu beantworten.
manchmal sage ich so, also was zumindest was die Philosophie betrifft, Plato was my first love and he will be my last. Irgendwie noch als junger Mann habe ich mal im Bücherschrank meines Vaters so ein altes Kröner-Büchlein entdeckt, das hatte den Namen Platons Meisterdialoge. Und ich habe das aufgeschlagen und habe irgendwie eine Passage aus dem Phaidon gelesen. Ich habe herzlich wenig von dem verstanden, was da stand, aber irgendwie gemerkt, irgendwie gespürt, dass das geht mich etwas an, das betrifft mich. Und dann entstand der Wunsch, auch die griechische Sprache zu lernen. Ich hatte dann die Gelegenheit, ich bin in NRW groß geworden, Philosophie als viertes Abiturfach zu machen und habe irgendwie so diesen philosophischen Eros dann in mir entfaltet. Aber irgendwie, ich war immer bei Platon. Ich hatte dann nochmal meinen Religious Turn und habe dann eine Zeit lang Theologie studiert. Da musste ich dann Griechisch lernen, durfte ich endlich Griechisch lernen, bin dann gleich wieder bei Platon gelandet und am Ende bin ich immer wieder da hängen geblieben. Ja? Und irgendwie war es so eine Ahnung, dass etwas an diesem Autor von einer ganz hohen Bedeutung und Relevanz für unsere heutige Welt ist. Ich hatte dann halt das Glück, selber akademische Lehrer zu haben, die mich, sagen wir mal, in dieser Suche auch bestärkt haben. Besonders wichtig war die Begegnung mit Hans-Georg Gadamer, bei dem ich sozusagen der letzte Hiwi war. Er war dann schon über 90 und immer wenn ich bei ihm war, wollte er von mir wissen, wie ich denn jetzt Philebus 34b interpretieren würde. Und wir haben da ganz, ganz tolle Gespräche geführt. Und da wurde mir deutlich, dass eben platonische Philosophie nicht ein abstraktes geistiges Gebilde, sondern eine Lebensform. Und der alte Gadamer hat diese Lebensform wirklich als dialogischer Mensch praktiziert. Und das hat irgendwie in mir dieses Feuer für die platonische Philosophie am Leben gehalten. Und dann bin ich halt wirklich über meine Doktorarbeit in die Textlektüre, habe ich mich tief hinein versenkt. Und ja, vielleicht, ich sag's mal so, vielleicht ist noch eine Sache, die ich dabei erwähnen müsste. Ich habe mich immer auch für die griechische Mythologie interessiert. Und irgendwie hatte ich die Ahnung, man kann diesen Platon nur vor dem Hintergrund der alten Mythologie verstehen. Und umgekehrt kann ich auch die Mythologie nur mit Hilfe von Platon verstehen. Und in diesem Spannungsfeld ist eigentlich diese neue Sicht entstanden, die Platon als ein Denker der Lebendigkeit zu profilieren versucht. Was mich persönlich angeht, Lebendigkeit, so wie ich sie, und jetzt kann ich nochmal auf den Mythos zu sprechen kommen, so wie ich sie verstehe, ist eben eine Lebensform des sowohl als auch. Das Großartige an dieser alten griechischen Mythologie ist ja, dass es Götter für alles gibt. Es gibt einen Gott, es gibt eine Göttin der Liebe, die hinreißend schön ist, es gibt einen Gott des Krieges. Diese Götter sind oft auch miteinander uneins, es gibt auch einen Gott des Todes. All das wird in der griechischen Mythologie als, oder jede Gottheit wird als eine Facette dieses lebendigen Seins der Welt verehrt und gelten gelassen. Ja, das heißt, Lebendigkeit bedeutet nicht, ich bin dauernd happy und alles ist wunderbar und super, ich schwebe auf Wolke 7, sondern gerade auch die Tragik, die unausweichliche Tragik des Lebens zu erkennen, auch das Faktum des Sterbens und der eigenen Endlichkeit und Verletzlichkeit anzunehmen und auch in den anderen Menschen das zu sehen, zu wertschätzen und zu würdigen, das gehört für mich zur Lebendigkeit auch dazu. Wirklich, Lebendigkeit bedeutet in meinem Verständnis, und ich glaube, da habe ich die alten Griechen sehr auf meiner Seite, wirklich die Entfaltung des Spektrums des menschlichen Lebens in allen Facetten. Ja, wer nie den Schmerz gefühlt hat einer gescheiterten Liebesbeziehung oder das Leiden angesichts des Sterbens eines geliebten Menschen, ist niemals im vollen Spektrum der menschlichen Möglichkeiten lebendig gewesen. Das ist das, was ich an den Griechen liebe. Sie haben gesagt, okay, das Leben ist leidvoll, das Leben ist tragisch, wenn wir nicht zufällig die Tragödie erfahren. Okay, mitten hindurch. Ja, sie haben nie versucht, sich von dieser Welt zu erlösen, so wie es andere Religionen angeboten haben. Sie haben nie den Versuch unternommen, sich in irgendwelche jenseitigen Welten zu flüchten. Sie haben immer gesagt, hier und jetzt, das ist das Leben. Das Leben ist so, wie es ist. Ja, es hat seine dunklen Seiten und es hat seine Lichtseiten. Aber am Ende des Tages ist es ein Kosmos, eine in sich stimmige, schöne Einheit, sodass ich mich immer wieder der Sinnhaftigkeit dieser Welt vergewissern kann. Und diese Haltung ist eine, die ich für mein eigenes Leben auch erprobe, aber ich gebe offen zu, gerade auch in Covid-Zeiten hadere ich schon manchmal auch mit diesem Kosmos. Ja. Das ist eine Probe und Herausforderung für jeden von uns, aber dein Feuer ist sogar durch den Bildschirm hier bei uns angekommen. Das freut mich. Das Feuer der Lebendigkeit, und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du auch als Volunteering ist für uns eine wichtige Idee in unserem Verein, uns unterstützt hast mit diesem Vortrag.
Und ja, uns mehr als unterstützt und uns ein riesiges Geschenk gegeben hast, für das ich sehr dankbar bin. Und ich sehe auch die ähnliche Ausdrücke in den Gesichtern, die hier im Saal sind. Und lass mich vielleicht eines noch abschließend sagen. Das hatte ich jetzt gerade vergessen bei der Antwort auf die zweite Frage. Es gibt noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist, die ich gerne bei der Gelegenheit erwähnen würde. Ihr habt ja gemerkt, dass mir eben dieser Platon, diese Philosophie der Lebendigkeit so wichtig ist. Deswegen habe ich mit einigen Mitstreitern im Frühjahr dieses Jahres eine neue platonische Akademie gegründet, die im Augenblick noch in der Geburtsphase ist, aber im nächsten Frühjahr an die Öffentlichkeit treten wird und dazu einladen möchte, im Prinzip das zu tun, was wir hier auch getan haben, nämlich Räume des Geistes zu öffnen, Räume des Nachdenkens und des Gespräches. Und wenn es soweit ist und das Baby aus der Taufe gehoben worden ist, dann wird sich vielleicht mal eine Gelegenheit finden, dass ich in einem ähnlichen Rahmen auch nochmal davon erzähle, weil ich freue mich für alle Mitdenker, die sich eben mit auf den Weg begeben wollen, tatsächlich diese unselige Matrix des Gestells durch eine Matrix der Lebendigkeit zu ersetzen. Ja, super. Also ich kann dir sagen, du hast Verbündete hier. Nicht nur mit mir, sondern... Sehr gut. Sobald ich wieder reisen darf, komme ich bei euch vorbei und dann werden wir darauf anstoßen. Deine letzten Worte sind jetzt in einem ziemlich lauten Applaus untergegangen, der, glaube ich, wieder nicht bei dir angekommen ist. Doch, den Applaus habe ich gehört, aber ich wollte sagen, sobald die Covid-Beschränkung es wieder zulassen, dass ich reisen darf, werde ich bei euch vorbeikommen und dann stoßen wir darauf an. Ja. Okay. Und wie gesagt, also wir sind wirklich sehr dankbar für das, was du uns heute übertragen hast und melde dich, wenn du was brauchst von uns. Wir geben einfach gerne auch etwas zurück, wenn wir die irgendwie unterstützen oder helfen können. Wunderbar, ich danke euch. Ja, herzlichen Dank und ja, schönen Abend an alle. Schönen Abend an dich, Christoph Quach, alle hier Anwesenden und zu Hause an den Computern und Bildschirmen.